In den 35 Jahren, die es jetzt Frauenhausarbeit bei uns gibt, haben wir schon Tausende von Frauen und Kindern betreut. Insgesamt 4 bis 5 Monate war ich im Frauenhaus. Der Grund dafür war, dass ich von meinem Ehemann zusammengeschlagen wurde. Ich habe zu Hause häusliche Gewalt durch meinen Mann erlitten. Mein Mann hat mich erpresst, er hat mich geschlagen, vergewaltigt und damit gedroht, meine Kinder umzubringen. Ein Frauenhaus bedeutet ja immer sozusagen die Notaufnahme für Frauen, die jetzt gerade aus häuslicher Gewalt heraus müssen. Da gibt es auch keine Schicht, wovor der häusliche Gewalt Halt macht. Ich geb zu, ich hätte mehr tun können, wär ich nicht immer nur unterwegs. Von weit weg ist es schwer zu erkennen, dass es hier drüber und drunter geht. Ich ahne nicht, was hier im Gange ist, weil du dich ehrlich gut verstellst. So kommt erst grad ans Licht, was ihr schon lange wisst, dass ich dich mehr lieb als du selbst. Das lass ich nicht zu. 2 Jahre war ich auch glücklich, lief alles super, alles toll. Nein, das lass ich nicht zu. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Dann ging's richtig los. Dann habe ich erst meinen wahren Ehemann kennengelernt. Wenn du jetzt sagst, dass es ganz anders war und dass du ihn provozierst, mach das nur eines klar, und zwar ganz und gar, dass du in großer Not bist hier. Es ist nicht mit anzusehen, da gibt's nichts lang zu reden, ich hätte euch beiden fast. Ich hatte Angst vor ihm, ich hatte tierische Angst. Anzugehen und meinen Mann zu stehen, ich bin meiner Schweigekraft beraubt. Das lass ich nicht zu. Es geht los mit Schlägen. Aschenbecher sind geflogen, Platzwunden gekriegt. Das hat mit Liebe nichts zu tun. An manchen Abenden hat er mich stundenlang geschlagen. Und wenn ich nicht mehr konnte, hat er mich stundenlang vergewaltigt und gesagt, das sei jetzt meine Medizin. Ist klar, es war alles ganz anders, nur dass das keinen interessiert. Wenn du sie nicht anfasst, wo kommen die blauen Flecke her? Junge, ich weiß, was du getan hast. Und ich glaub euch jetzt nicht mehr. Das lass ich nicht zu. Nein, das lass ich nicht zu. Er hat einfach immer weitergemacht, als wäre es ganz normal. Ich habe irgendwann nur noch geweint und er hat nur gelacht und gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Dass du jeder sagst, das lass ich nicht zu. Dir in die Eier gepisst, dass du deine Frau klatschst, nach nem Freitag im Stress schlägst zu, wenn du Hass schiebst, weil du in deiner Sklavenwelt auf Grey Goose bisschen Macht liebst. Hamam, du schlägst dein Mädchen wohl gerne, dann erträgst du auf mein Knie, ohne wie ein Mädchen zu flennen. Ich bin gekommen, um dich Bastard zu retten, denn die Nachbarn, sie sprechen, sind bei Amjas am Petzen, das heißt U-Haft-Garantie. Und wenn die Knackis erfahren, wofür du sitzt, wirst du ne Hure, aber for free. Darum schenke ich dir die Kugel alternativ. Und du stoppst deine Zukunft palliativ. Vergiss ne dritte oder vierte Option. Nimm die 9 Doppel-M und ziel in dein Mund. Weißt du, Leben bedeutet Leiden. Doch dem Leiden einen Sinn zu geben, nennt man Überleben. Drück ab und sieh, überleben, Junge. Am besten sofort diesen Weg wählen und ins Frauenhaus. Gewalt geht gar nicht. Akzeptier's nicht.